Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Und wie bereits angekündigt, geht es heute weiter mit der Deutung einer Tarotkarte für die Sternzeichen Waage bis Fische. Ich habe eine Tarotkarte für die kommende Woche gezogen, gültig ab Montag, den 19. Juni 2017, betreffend für jedes einzelne Sternzeichen. Die Frage war, was bringt mir die nächste Woche? Wir beginnen mit der Waage. Deine Tarotkarte ist der Hierophant. Er sitzt auf einem Thron, ja, auf seinem Thron, und erscheint und es scheint, als würde er mit jemandem sprechen. Diese Karte steht für Offenbarung und bedeutet, du musst mit jemandem sprechen, und zwar mit einem dir naheliegenden Menschen, einem Partner, Freund oder anderem. Sicher wirst du wissen, wer das ist. Etwas vollendet sich in dir und du erlebst gerade einen Reifeprozess. Höre auf deine innere Stimme. Und sage dir, denn diese Stimme sagt dir, was richtig ist. Skorpion, deine Tarotkarte ist das Gericht. Diese Karte zeigt das jüngste Gericht und steht für Auferstehung. Das bedeutet, Vergangenes ist vorbei und Neues beginnt. Schnell, rasend, ja, sehr schnell, von 0 auf 100. Bitte bedenke, breche nichts übers Knie und erzwinge keine Entscheidungen. Du weißt genau, was du tun musst, und zwar dann, wenn die Zeit reif ist. Schütze, deine Tarotkarte ist die Mäßigkeit. Sie steht für innere Mitte. Diese Karte zeigt, dass ein Engel vom Himmel zur Erde kommt. Das bedeutet für dich. Er erinnert dich daran, ob du auch an alles gedacht hast. Wirklich? An alle eventuellen Möglichkeiten? Haben sie Hand und Fuß? Das musst du überprüfen. Solltest du gerade vor einer wichtigen Entscheidung stehen, dann musst du zuerst deine innere Mitte finden. Dann findest du auch die richtige Balance und weißt, wie es geht und was das Richtige für dich ist. Also überprüfe neu deine Entscheidung. Steinbock, deine Tarotkarte ist der Wagen und steht für Gelingen. Das bedeutet für dich, der Wagen prophezeit dir ein gutes Gelingen, weil sich männliche und weibliche Prinzipien vereinigen. Es wird dir klar und du wirst einsehen, dass das Leben zwei Seiten hat. Und somit gehst du sicher deinem Ziel entgegen. Merke dir, wenn du alles negativ siehst, bleibst du auf der Strecke. Wassermann. Deine Tarotkarte ist der Stern und steht für Überfluss. Diese Karte zeigt, wie eine Frau Wasser aus einem See schöpft. Diese Karte ist eine Glückskarte. Sie sagt dir, alles wird gut, gib nicht auf. Sie bringt dir den Himmel näher und das ist wunderbar. Lehn dich zurück und entspanne dich. Diese Karte ist deine Glückskarte. Und nun zu guter Letzt die Fische. Deine Tarotkarte ist
die Herrscherin. Die Herrscherin steht für Vertrauen. Auch sie sitzt auf einem Thron, der von Symbolen der Fruchtbarkeit umsäumt wird. Diese Karte bedeutet für dich, du hast eine erfüllte Partnerschaft und bist bereit zur Gründung einer Familie. Und dann, wenn du die richtige Entscheidung getroffen hast, wirst du Ruhe finden. Gehe einfach mal raus in die Natur. Die Engel werden dich beschützen, sodass du mit klaren Gedanken Vertrauen zu deiner Entscheidung findest. So, meine Lieben, das war jetzt der zweite Teil der 6 Sternzeichen von der Waage bis zu den Fischen. Nun wünsche ich euch in dieser Woche viel Freude, Glück und Erfolg. Herzlichst, eure Deria.